Was ist das? Ach, da kommen also Puppenköpfe her. Und das ist auch gut so, denn wir haben einen Körper, der einen braucht. Und gerade rechtzeitig für ein Makeover. Lass uns die Pickel entfernen. Willst du dir die Nase putzen? Schleim sollte nie verschwendet werden. Er ist toll für Gesichtsbehandlungen. Wenn du wüsstest, was Spaß benutzen. Aber jetzt ist es an der Zeit, die Zähne zu behandeln. Vor allem, wenn wir wollen, dass sie weiß sind. Oh oh, Lisa braucht eine Zahnspange. Zum Glück hast du Metall an der Nase. Trockne dich ab, Barbara. Es ist Zeit für deine Maniküre. Beginnen wir damit, dir Nägel zu geben. Nun kürzen wir sie. Schließlich ist sie nicht Wolverine. Eine Pediküre kostet extra, also gehen wir zu den Haaren über. Und das wird auch Zeit. Wir werden harte Mittel brauchen. Vielleicht sollten wir mit einer Rasur beginnen. Schnapp dir also deinen Rasierer. Ein Buzzcut ist immer im Trend. Machen wir nun eine Mütze aus einem Luftballon. Füge etwas Heißkleber hinzu. Keine Sorge, sie wird nichts spüren. Natürlich brauchen wir jetzt ein paar Haare. Ein paar Extensions und sie hat eine volle Mähne. Sie sieht aus wie eine Prinzessin. Nun zum Styling. Dolly wird Umstandskleidung brauchen. Etwas Dehnbares und Elastisches ist gut. Schneide ein Detail ein. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir ein paar Schuhe machen. Willst du etwas Bequemes oder etwas Modisches? Rosa Pumps? Modisch also. Mach nur ein größeres Paar, falls deine Knöchel anschwellen. Zeit für einen Spaziergang. Schau, ein Pony! Unser Pferdefreund hier kann auch ein Makeover gebrauchen. Beginnen wir damit, die Mähne zu bändigen. Jetzt etwas Malerarbeit für den Rest des Pferdes. Frisches Fell für unseren Fellfreund. Jetzt nimm ein paar Bänder. Alle Farben, die du willst, für eine neue Mähne. Jetzt fügen wir ein Horn hinzu. Etwas für die Hufe. Und schon ist es an der Zeit, auf deinem Regenbogen-Einhorn loszureiten. Okay, wer hat schon wieder die Feuchttücher runtergespült, hm? Wir brauchen einen Stößel. Nimm einen Zahnstocher. Füge einen Saugnapf hinzu und male ihn rot an. Damit sollte das erledigt sein. Man braucht nur zwei Knöpfe und etwas, das sie verbindet. Und wir haben ein paar tolle Kopfhörer. Ob sie nun Musik spielen oder nicht, sie sehen richtig cool aus. Mal sehen, was wir sonst noch machen können, um zu helfen. Nimm eine Tablettenverpackung und schneide den Großteil der Seiten ab. Lass nur ein bisschen übrig, damit wir einen Griff haben. Das ist eine Bratpfanne. Und gerade rechtzeitig zum Frühstück. Aber auch das Mittag- und das Abendessen sollten nicht zu kurz kommen. Wow, schau dir diese Auswahl an. Normalerweise gibt man Babys Flaschen, aber sie haben in der Regel auch keine Zähne. Schon wieder Zeit für Beauty? Oh, wo ist denn die Pinzette? Die Augenbrauen eines Mädchens sind die Wimpern einer Puppe. Hier ist etwas, um deine Augen zu schützen. Male die Seite eines Plastikbechers an und schneide eine Brille aus. Oh oh, was ist trauriger als eine Puppe ohne Kleider? Beginnen wir mit den Accessoires. Nimm eine Zahnbürstenkappe.
bedecke sie mit Perlen. Ich mag's bunt. Dazu eine Kette und schon hast du eine Handtasche. Was braucht eine moderne junge Puppe in der hektischen Welt von heute noch? Als nächstes nehmen wir Pappe und einen Deckel. Wickle Garn darum. Jetzt ist es ein stylischer Sonnenhut und er passt perfekt zur Sonnenbrille. Sieht aus, als könnten wir uns auch von der Zahnspange verabschieden. Nimm als nächstes ein paar Strohhalme und alte CDs. Es ist an der Zeit, dass die CDs mal wieder was zu tun bekommen. Kreuze einige der Linien miteinander. Füge eine Basis hinzu. Klebe die CDs an das Ende. Und bald hat Barbara ein brandneues Gefährt. Sie liebt die Geschwindigkeit und ein Ticket zum Fahren. Wenn wir schon mal hier sind, nimm den flexiblen Lockenstab mit. Wenn du ihn verdrehst, ist er das perfekte Poolspielzeug für den Kleinen. Warum nicht auch welche für seine Freunde machen? Zu den besten Poolpartys gehört eine Wasserrutsche. Ein netter Spaziergang im Sand. Ach, wem mache ich was vor? Es ist eine Sauerei. Es ist Zeit, diese Füßchen einzuweichen. Haben wir einen dieser Fische, der abgestorbene Haut frisst? Trockne dich ab und putze die Füße ab. Es ist so majestätisch, Puppen in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Helfen wir ihnen bei ihrer kleinen Gartenparty. Und so wird aus einer Pipette ein Softdrink. Braucht jemand einen Refill? Das geht aufs Haus. Ach, das ist genau das Richtige. Erfrischend. Oh oh. Naja, wenigstens ist alles im Freien. Dieser Hund könnte eine Toilette gebrauchen. Ich meine, warum sollten nur Katzen ihren Spaß haben? Dann geben wir mal unser Bestes für unseren pelzigen Freund. Mach einen Stand mit all diesen Holzstäben. Es ist ein Stand für Essen und Wasser. Zeit zum Essen. Also, holt jemand die Kackschaufel? Jetzt können wir uns entspannen. Ja, ich glaube nicht, dass das Saft ist. Aber es ist noch etwas Besseres. Es ist Schleim. Und deine Puppe kann auch mitmachen. Schätze, wir sollten unsere Nussknacker noch nicht wegschmeißen. Vorsicht, vergiss es ist ein zäher Ballon. Und wann machen wir ein neues Traumhaus? Barbie-tastisches Zeug, bis zum nächsten Mal. Sie kämpfen um ihren Schwarm. In dieser Ecke haben wir Eis und in dieser Ecke Feuer. Vorsicht, so fängt der Regen an. Was zum... Sie haben sich in Puppen verwandelt. Kurze Haare müssen wohl im Trend sein. Aber nicht so kurz. Diese Perlen sollten helfen. Oh, ein echter Flapper-Vibe. Jetzt wollen wir dich mit ein paar Satinbändern ausstatten. Oh, Vorsicht, der Faden ist lose. Oh, ein Bobschnitt. Weg mit dem Fleck. Und vielleicht ein bisschen Haarspray auftragen. Oh, schöne Frisur. Wer braucht schon einen Pony, wenn man Glitzer hat? Dieser Look ist brandaktuell. Und das nicht nur wörtlich. Als nächstes sollten wir uns um deine Schuhe kümmern. Füg etwas Glitzer und Schneeflocken hinzu.
und fülle diese Plateauabsätze auf. Will jemand hoch hinaus? Für deine Schuhe schmelzen wir etwas Wachs. Verwende verschiedene Farben für einen heißen Look. Mach einen Riemen dazu und zieh sie an. Komm, wir gehen zu Eis. Hey, behalte deine Hände bei dir. Wenn du schon mal da liegst, machen wir dir ein neues Outfit. Oh, Eiswürfel. Manche bevorzugen natürlich Crushed Eis. Ah, es ist Fake-Eis. Schnell, gib's auf den Kleber. Und schon bald bist du eine echte Schneekönigin. Feuer will etwas Scharfes wie diese Paprikaschote. Weißt du, es könnte ein Rock sein. Und probier das als Flammenoberteil. Aber wir sind noch nicht fertig. Eis kann ein paar Federn gebrauchen. Und als Krönung eine kühle Brise. Verpassen wir Feuer etwas Schleim. Ein bisschen Glitzer bringt die Stimmung zum Kochen. Okay, es ist an der Zeit, dass wir den Ganzen einheizen. Mit, was auch sonst, echter Hitze. Genau das, was unser kleines Glühwürmchen braucht. Diese Puppe hat keine Angst vor Flammen. Der Ring eines Mädchens ist das Diadem einer anderen. Was könnte es sonst noch gebrauchen? Ah, danke, Mr. Einhorn. Wir geben uns hier nicht mit einem Narwal zufrieden. Natürlich sind goldene Kronen traditioneller. Aber schauen wir uns das Zepter an. Vorsichtig mit den Streichhölzern. Wir verwenden nur die gebrauchten. Ein Töpfchen? Lass uns das blaue Zeug entleeren. Füge nun etwas anderes Blaues hinzu. Glitzerkleber. Der ganze Gaudi des Glitzers. Und gleichzeitig Kleber. Noch ein Ring? Es kann ein Wasserhahn sein. Für deine nagelneue Badewanne. Was kocht denn da drin? Ach, nun, so wie es aussieht, du. Ah, ein Whirlpool. Und wie schaltet man die Blasen ein? Bist du fertig mit der Plastikflasche? Schneide eine Sonnenbrille aus und füge Schneeflocken hinzu. Sie ist so cool, dass ich Gänsehaut bekomme. Danke, Glurak. Heute sind alle so großzügig. Diese Brille kann der Hitze standhalten. Okay, bereit für eine Modenschau. Ich würde sagen, sie sind beide Gewinnerinnen. Aber wir haben nur eine Trophäe. Okay, es ist soweit. Wen wird er wählen? Ich schätze, er ist der Gewinner. Ich möchte eine Neubewertung. Ach, die junge Liebe. Sie ist wie ein Feuer, das sich nicht zähmen lässt. Oh nein, sieht so aus, als ob ihr Traummann ein bisschen zu beliebt ist. Es scheint, als bekäme dieses Mädchen, was sie will, auch wenn sie es sich nehmen muss.
Und was ist in der Beautybox drin? Eine Zahnbürste. Gerade noch rechtzeitig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gib etwas Zahnpasta dazu, immer eine gute Idee, und beginne mit dem Putzen. Jetzt sag Ah. Ich würde sagen, das ist ein bisschen zu viel, aber wir haben ja auch ihre Zähne gesehen. Sieht so aus, als hätten wir hier einen guten Anfang gemacht. Ich wollte ja nichts sagen, aber die hier sind sicher sehr nützlich. Sie hat also mehr als genug Gründe, um es auszuprobieren. Gut, das Problem ist gelöst. Was für ein Wunderwerk. Du machst doch keine Kerzen. Du musst nicht am Wachs sparen. Hoffen wir, dass dieses Gerät ihr helfen wird, alles in Ordnung zu bringen. Nicht schön anzusehen, aber es erfüllt seinen Zweck. Aber bitte riech nicht dran. Sieht so aus, als wären wir mit den Zähnen noch nicht fertig. Und mit den Aknepflastern erst recht nicht. Es sieht so aus, als handle es sich um ein sehr präzises Verfahren. Aber mit der Zeit kannst du deine Zähne wie einen Regenbogen leuchten lassen. Cool! Blaue Haare. Gute Idee, falls sie den Marge Simpson-Look anstrebt. Vielleicht solltest du das vor dem Schneiden aus deinem Gesicht entfernen. Jetzt fügt sie rosa hinzu. Wer sagt, dass Haare nur eine Farbe haben dürfen? Schätzchen, diese Dinger sind keine Kirschen. Ach, sie hat's herausgefunden. Sieht ein bisschen aus wie eine Clownsnase, aber für den Mund. Doch das Wichtigste ist, dass es funktioniert. Versuch's mal mit Lippenstift. Sieht ganz gut aus, aber findest du nicht auch, sie sollte eine andere Farbe nehmen? Gute Idee. Schablonen scheinen für dieses Mädchen sehr nützlich zu sein. Das war einfach, aber vielleicht sollten wir was gegen die Mitte tun. Oh nein, ich glaube, das sind etwas zu viele Kaltwachsstreifen. Sie ist aber schon etwas masochistisch, oder? Eine Maske. Keine schlechte Idee. Okay, was kommt als nächstes? Oh, das sieht hübsch aus, aber was ist da drin? Magnetische Piercings sind toll, wenn du keine Nadeln magst. Aha, schön. Kann das sein, dass du noch mehr Piercings haben willst? Okay, was ist in der Box? Manche Mädchen wollen ihre klassischen Eyeliner-Tricks nicht verraten. Bedenkt man allerdings ihre Vergangenheit, sollte sie das tun. Los geht's mit einem Bleistift. Achte nur darauf, dass du die richtige Seite nimmst. Ja, schon besser. Hey, wo sind ihre Pickel hin? Temporäre Tattoos? Tja, wenn es zum Schlimmsten kommt.
Sie kann ihre Meinung immer noch ändern. Und nochmal, keine Nadeln. Oh, so viele Möglichkeiten. Na komm, schneide das Auge aus. Das Auge! Dinosaurier, Schmetterlinge, Blumen. Vielleicht sollte sie sich für ein Thema entscheiden. Naja, das Wichtigste ist, dass es ihr gefällt. Und dass sie Reinigungsalkohol zur Hand hat. Ausstrahlung beginnt mit der Körperhaltung. Und es ist ja nicht so, dass wir von ihr verlangen, Bücher auf den Kopf zu tragen. Wow, das sieht schon nach einer großen Veränderung aus. Okay, du hast alle Produkte ausprobiert. Zeit, alles zu testen. Was ist los? Sie verwandelt sich in etwas Besseres, etwas Aufregenderes. Oh ja, so weit, so gut. Aber es ist ja nicht so, dass die Box eine komplett neue Garderobe enthält. Zeit für einen kleinen Klamottenwechsel. Gute Idee, nutze das, was du schon hast. Das gilt auch für schöne Schuhe und eine verstaubte Handtasche. Aber mal sehen, wie sie das alles in die Tat umsetzt. Das andere Mädchen fragt sich wahrscheinlich, was mit ihrer Box passiert ist. Das ist der Moment der Wahrheit. Doch am Ende gibt es keine bessere Methode, als den Unnahbaren zu spielen. Tolle Verwandlung. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Erinnere mich daran, dem Hausmeister einen Kaugummikratzer zu besorgen. Ah, ich würde mich an deiner Stelle schnell entschuldigen. Oh nein, nicht Flüssigkeit, ihre einzige Schwäche. Wow, sie ist wirklich eine Meerjungfrau. Hey, seid nett. Lass uns hier verschwinden. Warte, was ist das? Ein Sirenengesang ruft uns. Los geht's. Wow, eine Muschel. Ist da was drin? Ein Pickelentferner? Probieren wir ihn aus. Moment mal, ich glaube, das ist eine Perle. Da bekommen die Muscheln sie also her. Und siehe da, ein radierbarer Marker. Es ist wie ein Fisch im Wasser. Und genau das ist es irgendwie auch. Nimm ein Bad. Das Wasser ist gut. Und tschüss, roter Fleck. Oh, Fische im Aquarium fangen. Keine Sorge, Nemo, wir befreien dich. In der Zwischenzeit können wir uns mit diesem Netz amüsieren. Es wird uns helfen, uns zu schminken. Na, hoffen wir nur, dass das Zeug wasserfest ist. Deine Schuppen leuchten. Und schau! Cool. Die Muschel hat uns neue Zähne gegeben. Dieser Metalldraht könnte sich als nützlich erweisen. Füge etwas transparentes Material hinzu. Trag etwas Kleber in Linien auf. Und gib dann etwas Glitzer hinzu. Schüttle es ab. Und nun hast du eine glänzende neue Flosse. Wow! Warum nicht eine für jedes Ohr? Schau, Dolly ist zum Schwimmen runtergekommen. Ich glaube, sie möchte auch eine Meerjungfrau sein. Tja, das war ja einfach.
Warum färben wir ihren Schwanz nicht ein? Oh, korallenrosa. Oder ist es eher lachsfarben? Wie wär's mit einem rosa Pony? Deine Flosse könnte auch ein Makeover vertragen. Igitt, lass uns diese Maden loswerden. Vorsichtig. Schau, unser kleiner Freund, das Krustentier, eilt zur Hilfe. Er säubert dich wie ein Scheibenknutscher. Und singt dabei noch ein Kalypso-Lied. Alles sauber, aber wir fangen gerade erst an. Zeit für Glitzer. Und wir brauchen eine Menge davon. Es glänzt so. Sollte sich in der dunklen See als nützlich erweisen. Was zum... Eine Muschel? Oder wie ich es gerne nenne, Mittagessen. Zergeht auf der Zunge. Und auf deinem Hemd. Machen wir dir ein neues Oberteil. Danke, Herr Muschel. Nimm diese Muschelketten und binde sie zusammen. Vergiss deinen Hals nicht. Perfekt. Ist da irgendwas drin? Und diese Hände sehen auch nicht viel besser aus. Eine Muschel. Oh, füge etwas Nagellack hinzu. Und tauche sie vor dem Trocknen in Glitzersand. Der perfekte Kunstnagel. Aber wir brauchen noch mehr. Die magische Muschel hat es wieder getan. Was für eine Verwandlung. Das ist ein ganz neues Du. Hey, schau, das sind die Kinder von vorhin. Tja, Hochmut kommt vor dem Fall. Sieht aus, als sei sie die größere Person. Jetzt ist sie endlich ein Teil ihrer Welt. Der transparente Look kam bei Aschenputtel gut an. Aber geben wir ihnen etwas Farbe. Wie wäre es mit Gelb? Oder noch besser, Gelb mit Polka-Dots. Diese Thermoaufkleber werden Barbaras Garderobe aufpeppen. Einfach heißes Wasser draufgießen und alles passt. Isst du etwa Süßigkeiten? Heb die Verpackung auf. Und sie hat Goldlamé, mehr oder weniger. Jetzt ist sie laufstegtauglich. Aber eine neue Frisur wäre auch nicht schlecht. Etwas Garn könnte helfen. Besorg dir noch eine Nadel. Schätze, diese Puppe will den platinblonden Look. So weiches und dickes Haar bekommt man nicht mit einer Spülung hin. Ich habe ja schon vom Keksauswurf gehört, aber Skittles? Leg sie an den Rand und gib dann Wasser dazu. Ihr neues Haar scheint super saugfähig zu sein. Jetzt hat Barbara Haare wie ein Regenbogen. Bei Highlights musst du dich nicht entscheiden. Blauer Saft? Boah, es ist heiß draußen. Vielleicht haben wir etwas Schattiges. Nimm einen Flaschenverschluss und wickle ihn mit Garn ein. Wir machen einen schönen Sonnenhut daraus. Vergiss die Krempe nicht. Viel besser. Und es ist schön, etwas Zeit für sich zu haben. Was können wir noch machen? Mach ein paar Schnitte in einen alten Plastikbecher. Und schon haben wir eine Sonnenbrille.
Das ist eine gute Lippenübung. Komm, wir wollen den Lippentag nicht ausfallen lassen. Schöner und voller. Aber sie brauchen noch Farbe. Die Lippen sind fertig, jetzt zu den Wangen. Wer braucht schon Rouge, wenn man Aufkleber hat? Und die sehen überall toll aus. Sie sieht fantastisch aus. Die Inspiration schlägt zu. Schneide etwas von deiner Socke ab. Mach die Klemme ab und wickle den Clip ein. Binde alles fest und dann kommt der Gurt dran. Eine neue Handtasche ist schön, besonders mit Süßigkeiten drin. Aber sieht so aus, als müsste sie sich hinsetzen. Nimm das halbe Plastikei, male es an und was noch? Ah, Glitzer! Jetzt noch ein Bein dran und du hast den perfekten Stuhl. Leg noch ein Kissen rein und entspann dich. Oh, Popcorn. Sie muss Hunger gehabt haben. Oder auch nicht. Keine Bange, wir haben alles im Griff. Zerbrich eine Zahnbürste und kleb einen Zahnstocher an die Bürste. Und schon hat sie einen Besen. Auch praktisch, falls sie eine Hexe sein will. Was ist jetzt? Es regnet. Nimm eine Plastikschale, Farbe drauf. Noch ein Griff ran und schon hast du einen schicken Regenschirm. Die Decke sollte zwar repariert werden, aber so geht das erstmal. Nimm dir jetzt ein Taschentuch, aber ein sauberes. Bedecke den Deckel mit Heißkleber und wickle dann den Stoff um. Noch Ohren an die Seiten und zwei Augen drauf. Noch ein kleiner Mund und die Nase nicht vergessen. Nur noch ein paar Handgriffe. Und schon haben wir einen süßen Rucksack mit Katzengesicht. Oh je, es ist soweit, die Babys kommen. Keine Bange, wir haben alles für die Entbindung vorbereitet. Und es sind Zwillinge. Aber das wussten wir ja schon. Schau dir den stolzen Papa an. Hey, wollte er ihr bei der Entbindung nicht beistehen? Keine Sorge, Mann. Wir haben da was für dich. Wir basteln dir etwas, das du deiner Liebsten schenken kannst. Etwas, das zeigt, dass du für sie da bist. Eine schöne Idee aus Papier. Mach hier ein paar Schnitte ins Papier. Die werden beim Falten helfen. Das ist eine schöne Rose. Mach doch gleich einen ganzen Strauß. Und überreiche ihn der stolzen Mama. Oh. Weißt du, Barbara ist ein echter Profi. Sie hat alle Stunts selbst gemacht. Auch in den Stop-Motion-Szenen. Fantastisch, bis zum nächsten Mal. Zeit aufzustehen und den Tag zu begrüßen, Prinzessin. Wähle dein Gesicht. Der Regenbogen-Look für heute. Einfach aufdrücken und übertragen lassen. Wow, es hat wirklich funktioniert. Und vergiss dein Diadem nicht. Und jede Schönheitsroutine beginnt mit guter Hygiene. Aber die Plaque-Entfernung-Plakette erfordert etwas extra Arbeit. Mit dieser lila Tönung sieht schon alles besser aus. Vergiss die Zahnseide nicht. Zeig uns deine Beißerchen. Es juckt. Warum juckt das so?
Ruf den Dermatologen an, und zwar sofort. Ja, etwas Gartenarbeit könnte dich aufmuntern. Warte, eine Kartoffel? Die Antwort auf alle Probleme des Lebens. Vielleicht, aber nur vielleicht, hilft es bei deinem Hautproblem. Nicht ausdrücken. Vertraue der Kartoffel. Ihre stärkehaltige Güte wird sich durchsetzen. Siehst du, sieht schon viel besser aus. Und jetzt pflanzen wir noch mehr an. Wir könnten ein paar Pommes gebrauchen. Eine weitere Möglichkeit, deine Haut zu verschönern? Gesichtsschmuck. Aber warum sollte nur dein Gesicht Spaß haben? Verleihe deinem Haar mithilfe dieses Geräts etwas Glanz. Passe die Steine aber nicht farblich an die Haare an, sonst sieht man sie kaum. Das ist natürlich nur ein Problem, wenn du Regenbogenhaare hast. Wir können es für das ultimative Armband zerschneiden. Nach all der Arbeit und dem Styling brauchen wir eine Kaffeepause. Puh, hast du noch welche von diesen Plaque-Tabletten? Gute Idee. Diese Zähne brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Geh auf Nummer sicher und gehe Zahn für Zahn vor. Wir brauchen eine neue Kamera. Uah, was ist das für ein Geruch? Dein Atem? Auch nach der Zahnreinigung? Ah, wie konnten wir deine Zunge vernachlässigen? Was hat sie bitte zum Frühstück gegessen? Etwas Mundwasser kann auch nicht schaden. Ich schwöre, ich habe das schon einmal in einem dieser Handyspiele gesehen. Ohne dass ich den anderen Fuß gesehen habe, kann ich schon sagen, dass sie einen Wellness-Tag brauchen. Ah ja, schön schleimig. Das allein ist schon Grund genug, ihn zu verwenden. Also, rein mit dir und schrubbe alles schön ab. Nach all dem, was deine Füße leisten, haben sie sich eine gute Verwöhnung verdient. Vielleicht können wir was gegen diese Augenbrauen tun. Oh Mann, versuchen wir doch mal etwas wirklich Unkonventionelles. Wenden wir uns direkt an Mutter Natur. Aloe Vera als Retter in der Not. Gib es auf die Bürste und verteile es gut. Sieht gut aus. Wobei kann das noch helfen? Diese armen Poren. Schau dir diese Mitesser an. Und die Nase ist nur der Anfang. Diese grüne Maske wird alles an die Oberfläche bringen. Sagte ich doch. Und jetzt wisch es einfach ab. Hat jemand Lust auf ein Minzeis? Nur weil dieses Massagegerät elektrisch ist, heißt das nicht, dass wir kein Öl verwenden können. Beginne mit dem Hals. Geh dann zum Gesicht über. Ich frage mich, wo wir das noch verwenden können. Ein Liebesbrief besiegelt mit einem Kuss. Oh, du bist etwas verschmiert. Wow, ein Zahnseidestick. Und ein Lippenstift. Das Zeichnen der Lippenkonturen ist immer ein guter Anfang.
Wie ich sehe, strebst du wirklich nach diesem kantigen Look. Prinz Charming, sie gehört ganz dir. Ich schätze, wir haben Mandeln als Snack. Nächstes Mal halten wir uns an den Pudding. Pudding ist immer gut. Na toll, jetzt verläuft deine Wimperntusche. Vielleicht kann ja etwas Toasten helfen. Gruß, die Steinzeit-Wimperntusche. Aber was ist mit den Zähnen? Mit diesem Grill glänzt du richtig, Süße. Sollten wir nicht was gegen diese Lippen tun? Na komm schon, Lippplamper, zeig uns, was du kannst. Wow, das sieht ja schon wie ein Vorher-Nachher aus. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze am Ende entwickelt. Tja, dieser Lippplamper macht seinem Namen alle Ehre. Sieht aus, als wäre es Zeit für eine neue Wimperntusche. Aber warum die Wimperntuschen, wenn man einfach neue hinzufügen kann? Vor allem, wenn die neuen Steinchen haben. Und sie fallen nicht herunter, wenn man blinzelt. Sie hätte wohl ein Schutznetz benutzen sollen. Versuchen wir aber erst einmal, diese Stelle zu behandeln. Befülle es mit etwas Lösung. Und schrubbe drauf los. Jetzt ist es schön sauber. Oh, schau mal, ihr Make-up ist auch wieder frisch. Wahrscheinlich hat das nichts mit der Bürste zu tun. Trentastisches Zeug. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich hättest du in Albuquerque links abbiegen sollen. Moment, du willst ein Vampir werden? Bist du sicher? Was ist mit Pizza? Tja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergiss nicht, der Gastgeberin Trinkgeld zu geben. Nicht gerade ihr Stil, aber nichts, was ein Makeover nicht ändern könnte. Dieses rote Haar ist zum Färben bereit. Jetzt kommen wir zum Gesicht. Nicht auf die Zunge beißen. Und wir ändern deine Klamotten. Gute Idee. Wir benutzen diese Strumpfhose. Denk dran, nicht zu viel Haut zeigen, ja? Vampire mögen die Sonne nicht wirklich. Dieser Arm könnte noch was vertragen. Temporäre Tattoos. Und es sind Fledermäuse. Leg dich einfach hin und gib etwas Wasser dazu. Es gibt auch Spinnen. Kommen wir nun zu den Schuhen. Nimm etwas Folie und mache silberne Go-Go-Stiefel. Und eine Mistgabel ist ein stylischer Absatz. Vergiss die Deko nicht. Blutrote Rubine machen den Look erst richtig komplett. Und als Vampir können scharfe Krallen wirklich nützlich sein. Und der schwarze Lack sieht einfach cool aus. Wie wäre es, wenn wir auch einen Rock machen? Nimm eine alte Gesichtsmaske. Und schneide sie zunächst zurecht. Falte sie wie einen Fächer und probier sie an.
wir wollen diese schönen Stiefel nicht verstecken. Viel besser. Was können wir noch hinzufügen? Ein Band? Ich weiß, schmelzen wir etwas roten Kleber. Und zwar so, dass er wie tropfendes Blut aussieht. Sieht gut genug aus zum Essen, trinken. Ah, Pegasus hier bringt mich auf Ideen. Du könntest selbst ein paar Flügel gebrauchen. Aber lass uns die Drähte biegen, ja? Wir wollen schöne Fledermausflügel. Aber sie können trotzdem glitzern. Was mich an etwas erinnert. Nimm eine alte Zahnpastakappe. Tunke sie in klaren Klebstoff. Tauche sie in Glitzer. Gib Steinchen hinzu. Ein Riemen. Und schon ist es eine Handtasche. Womit sollen wir sie füllen? Und die Krönung, ein Sarg. Okay, vielleicht sollten wir die Schleife loswerden. Und jetzt rein mit dir. Es ist Schlafenszeit.